Herzlich willkommen am einzigen Ort der Wahrheit in dieser Welt der Irrtümer, in dieser Menschheitsepoche des Irrtums sozusagen, wo wir einige Begriffe klären wollen, von Mem bis gemeinwohlökonomische Kommunen sozusagen, die ohne die sie überhaupt noch keinen Kontakt jemals in ihrem Leben zu Wahrheit hatten. Übrigens so der erste Hinweis, wie Sie hier können Sie, sehen Sie schon, warum Sie hier in der Welt der Wahrheit sind. Sagen Sie uns sofort, wo Sie denken, dass wir uns irren würden in unseren Telefon-Online-Talks, Plenar, Foren und so weiter, Telefonnummer, kostenlos studieren an unserer Mini-Online-Uni-Bedienungsanleitung-Studium. Also hier ist der einzige Ort der Wahrheit in einer Welt des Irrtums und der Massenmanipulation. Also Sie, liebe Manipulationsopfer, herzlich willkommen sozusagen an unserer Mini-Online-Universität mit der Welt der Wahrheit vielleicht erstmals in Kontakt zu kommen. Ja, und unser Quellenverzeichnis, Literaturverzeichnis, wir sind quasi die, sozusagen Ihnen damals die Wahrheit gebracht haben, dass die Erde eben doch eine Scheibe ist und wie Leben wirklich funktioniert. Also wir stehen, also über allem schwebt Professor Sir Karl Raimund Popper mit seiner Konzeption ja eben, sagen wir uns gegenseitig, wo wir uns irren, dann kommen wir vielleicht der Wahrheit ein Stück näher. Das ist natürlich das wichtige Prinzip über allem. Und aber Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, ja, die haben uns ja quasi gelehrt, wie im Gegensatz zu den Märchenbüchern und den und viele Menschen heute glauben ja an Märchenbücher, die geschrieben werden, zumindest um sie zur Kaufsucht gegenüber diesen Märchenbüchern zu bewegen und halten diese Märchenbücher nach wie vor für Wahrheiten. Aber wir, Kopernikus, Kepler, Galilei, Newton, haben uns ja gezeigt, dass nicht die Märchenbücher recht haben, sondern dass die Erde eben doch keine Scheibe ist, sondern eher rundliche Formen hat und dass alles ganz anders ist, als es die Märchenbücher beschreiben, ne? Und Professor Stephen Hawking, ja, ist sicherlich ein aktueller, der da eine Rolle spielt, aber dann kamen im Prinzip Gregor Mendel, Alfred Russel Wallace, Sir Charles Darwin, ja, und dann kam eigentlich, ja, die könnte man jetzt alle nennen, aber eigentlich ist nur ein Name zu nennen, Professor Richard Dawkins. Das ist in der Überschrift ja auch der Name, der genannt wurde, weil er tatsächlich nochmal als einziger aus diesen, die alle sehr gut sind und waren, der einzige, der da wirklich sozusagen eine, und hier kommt, beginnt es dann mit unseren aktiven Mitgliedern, leider vor kurzem verstorben, unsere Bundesgesundheitsministerin, unser prominentestes Mitglied. Also Dawkins ist deswegen wichtig, weil er eigentlich uns erinnert hat an den Begriff des Memes und der Memetik, die Meme. Also im Internet gibt's ja so eine Art Meme-Begriff, aber das hat nicht so viel zu tun mit dem eigentlichen Begriff von Meme, dass man eher von Memory ableiten kann. Also denken Sie bei Meme gerne an Memory, Gedächtnis. Also verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte. Natürlich kann auch ein kleines Video, das zum Beispiel Gewalthandlungen vormacht, also so eine Art gewaltverherrlichendes Kurzvideo, kann natürlich schon Menschen dazu veranlassen, diese Gewalthandlungen nachzuahmen und sich quasi dann vielleicht sogar in brisanten Situationen auf das Repertoire von Gewalt zurückzugreifen und kann damit schon ein Verhalten steuernder Gedächtnisinhalt, also ein Meme im engeren Sinne sein. Also wir
beim Weltrat interessieren uns nur für dieses Mem im engeren Sinne, also das heißt für die genetisch-memetische Evolutionsbiologie, ja, die korrigierte und komplettierte genetisch-memetische Evolutionsbiologie. Das ist erst die komplette Evolutionsbiologie. Sie kennen vielleicht bis jetzt nur die unvollständige Evolutionsbiologie nach Darwin und so weiter. Und Dawkins hat eigentlich selber auf drei Seiten seines Weltbestsellers das egoistische Gen. Wo können wir die kurz zeigen? Hier können wir die kurz zeigen. Hier, da, wenn Sie auf hier auf Bedienungsanleitung Studium klicken, ja, Augenblick, da muss ich, bevor ich darauf klicke, muss ich erstmal Ihnen zeigen hier, das ist die Homepage, nexts4f.de, tippen Sie ein, dann haben Sie das sofort. So, und dann klicken Sie hier, also wie gesagt, ein paar Zentimeter runterziehen, dann klicken Sie hier Bedienungsanleitung Studium und dann haben Sie jetzt schon hier zum Beispiel, dann müsste eigentlich hier das zweite, müsste der Link zur Sendung sein, wo ich eine kommentierte Lesung von Richard Dawkins, also hier ab Minute 15 aus inspirierendsten wissenschaftlichen Buch aller Zeiten des weltweit wichtigsten Denkers Richard Dawkins, also diese Seiten lese in einer der Versionen. Es gab von diesen Seiten wohl mehrere Versionen, je nachdem, wie diese Seiten in den entsprechenden Auflagen abgeändert wurden. So, und jetzt muss ich wieder zurück, mach das mit dem Studium zu, mach das hier zu. Und da auf diesen... wo bin ich jetzt? Ich bin hier irgendwie falsch. Da muss ich doch hin. Ja, also, auf diesen Seiten hat Professor Richard Dawkins eigentlich seine einzige Neuerung gebracht, dass er die Anekdote vom alten China, dass der Arzt angeblich so lange belohnt worden sei, wie alle im Dorf gesund waren, dass er also so da erkannt hat, dass es bei Rechtsanwälten genauso ist, weil er die persönliche Erfahrung gemacht hat, dass auch Rechtsanwälte in ihrem Studium Irrtümer gelernt haben, also Meme, also erstmal verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte als Teil der Evolution erworben haben. Also, und diese, das waren nicht einfache Meme, sondern sogenannte parasitäre Meme. Das waren Meme, mit denen man also parasitär oder schmarotzerisch den Rest der Welt ausschlachten kann. Das waren also Meme, also wir nennen sie es ja auf Deutsch ja einfacher, nicht irrationale Kognitionen oder Killerviren des Geistes, sondern wir nennen sie der Einfachheit halber vorteilbringende Irrtümer. Also wir übersetzen einfach jetzt mal parasitäre Meme. Da gab es ja auch die, glaube ich, die Susan Blackmore oder so ähnlich und anderes, ja, die ja alle über Mimetik geschrieben haben, aber alle nicht weitergegangen sind sozusagen. Und dieser weltberühmte Richard Dawkins, der ging also da durchaus weiter, indem er ja erkannte, dass also in ihrem Studium die Rechtsanwälte also diese parasitären Meme erworben haben, diese vorteilbringenden Irrtümer, und sozusagen dadurch in ihrem Kopf sozusagen so gestimmt waren, dass sie quasi letztendlich aus Überzeugung heraus, aus einer Scheidung, die zum Beispiel friedlich und eher mediationsartig, schlichtungsartig gewollt war von beiden Seiten, irgendwie es geschafft haben, daraus eine teure, für die Kunden teure,
für die Rechtsanwälte einträgliche und geldbringende Scheidung zu machen. Und da hat Dawkins erkannt, dass es doch andere Anreize bräuchte, dass es ganz andere Belohnungssysteme bräuchte, dass also zum Beispiel die Friedensschlichtung, die Friedensstiftung und die mediationsartige Schlichtung von Spannungen eigentlich bei Anwälten belohnt werden müsste, damit es nicht zu solchen schädlichen Evolutionen Richtung parasitäre Meme, also zu Richtung vorteilbringende Irrtümer kommt, die dann den Anwälten zwar viel, der Anwältesparte, also jetzt kommen wir für über den Begriff der Sparte ein, der Rechtsanwältesparte große Gewinne bringen, aber den sozusagen dem Rest der Welt große Schäden zufügen. Ne? Und das Ganze, dann gab es ja später hier, Professor Christian Vogel war ja Leiter des Funkkollegs Anthropologie 1 und 2, aber auch eben des entscheidenden Funkkollegs Psychobiologie, an dem ja auch Professor Eckhard Voland mitwirkte, meines Wissens, wenn ich mich richtig erinnere, wo natürlich auf alle eingegangen wurde, aber ich weiß nicht, ob Professor Volker Sommer direkt da beteiligt war, aber auf jeden Fall muss man ihn auch immer zur Kenntnis nehmen. Aber der hat ja auch studiert bei Professor Christian Vogel am Institut für Anthropologie der Universität Göttingen, ja. Das ist alles unsere Geschichte und ja, von daher. Aber das war das Einzige, also quasi nach, wo war es gewesen hier, nach der Kette hier, Sir Charles Darwin, Alfred Russel Wallace, Gregor Mendel, kam dann nur noch Richard Dawkins mit diesen drei Seiten, die Sie jetzt ja hören können, wenn Sie wollen. Sie können ja jetzt Stopp drücken und dann diese drei Seiten hören, gelesen und kommentiert von mir. Und da hat er eben seinen lichten Moment in seiner, deswegen muss er in die Liste der aufklärenden Naturwissenschaftler rein. Und leider gibt es, es mag noch ein paar hundert wirklich aufklärerische Naturwissenschaftler außerhalb des Weltrats geben, die noch nicht Mitglied des Weltrats sind. Aber den Rest dürfen Sie erstmal getrost in die Ecke Pseudowissenschaften abtun. Also auch unsere ganzen Universitäten, die ja mittlerweile von kapitalistischen Konzernen Teile ihrer Gelder beziehen und entsprechend viel Pseudowissenschaft produzieren. Und die ganzen Geisteswissenschaften dürfen Sie gern als Pseudowissenschaft verstehen. Und die Psychologie, die ist nur im Grundstudium, finden Sie dort naturwissenschaftliche psychologische Anteile. In der angewandten Psychologie finden Sie dann wieder das Geldverdienensinteresse sozusagen oder die Gewinnmöglichkeiten durch Geldverdienen. Und insofern ist dann die Psychologie, die restliche angewandte Psychologie, die klinische Psychologie und so weiter, völlig wertlos, weil es da ums Geld verdienen geht, auf ihre Kosten und dadurch dann wieder dort massenhaft parasitäre Meme, schmarotzerische Meme, also aussaugende Meme sozusagen vorhanden sind, also verhaltenssteuernde Gedächtnisinhalte gelehrt werden und nur die Weltspitze des psychobiologisch-evolutionspsychologischen Denkens gehört überhaupt in den Wahrheitsbereich und so weiter. Und hier, Sie sehen es ja hier, neben den grün markierten aktiven Mitgliedern des Weltrates sind da ja sozusagen ganz viele andere Namen genannt, die eben auch das Ganze noch komplettieren, die wenigstens mal 5% Wahrheit beigebracht haben. Also Sigmund Freud 95% Unwahrheit, aber immerhin 5% Wahrheit. Und deswegen ist er da auch durchaus noch aufgeführt. Ja, und so weiter. Ja, und von daher haben wir jetzt, glaube ich, hier jetzt alles abgehakt, ja, und hier nochmal war das mit der Bedienungsanleitung Studium, und dann kann ich hier, glaube ich, wieder rausgehen, wenn ich mich recht erinnere, gehe ich mal hier raus und dann gehe ich lieber hier hin, ja, und dann gehen wir mal weiter, also jetzt sind Sie
immerhin schon mal haben Sie mit den entscheidenden Begriffen zu tun. Und gemeinwohlökonomisch, also es ist letztendlich so, dass es eine Modeerscheinung gibt, die Gemeinwohlökonomie, die leider in dieser Form eher, also nicht ein Wirtschaftswunder erzeugt, was es braucht, um die Welt zu einem Abschied vom Kapitalismus zu bewegen. Also Sie können ja nur den Kapitalismus verlassen, wenn letztendlich wir können ja nur den Kapitalismus verlassen, wenn es ein besseres System für alle Staaten der Welt, alle 200 Staaten der Welt, ein erkennbar besseres System gibt, ja. Und auch zum Beispiel in der Schrot und Korn wurde auch über die Gemeinwohlökonomie berichtet. Aber leider ist die Gemeinwohlökonomie als Modeerscheinung des linksextremistischen Bereiches, hier ist dieser Artikel aus Alnatura, hier Gemeinwohlökonomie muss da irgendwo stehen, ja. Das war ja ein Artikel über uns und so weiter, Artikel Bildzeitung über uns und hier über uns Artikel, ja. Dann gibt es ja auch die Partei des Gemeinwohls und so weiter. Ja, ich guck mal weiter. Ah ja, jetzt wird's langsam interessant, ja. Da ist also jetzt die Schluck Wasser nochmal. Die Modeerscheinung Gemeinwohlökonomie, die viel Aufsehen gemacht hat, aber letztendlich von der Wirtschaft mit hasserfüllten Artikeln rundweg abgelehnt wurde, weil ganz klar zu erkennen ist für jeden, der denken kann und der eine wirklich naturwissenschaftliche Ausbildung hat, dass es sich dabei um kein Wirtschaftswunderkonzept handelt, also dass also die ganze Welt motivieren könnte, endlich den Kapitalismus zu verlassen, sondern dass nur unser Konzept, das kann ich nochmal ganz schnell hier zeigen, wo ist es, gehen wir nochmal ganz an den Anfang zurück, dann müsste es doch hier sein. Ja, die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Kombination, die GWÖ-GWO-Kombi, die also sozusagen die linksextremistischen Teile rausgeschmissen hat vom Weltrat und den Next Scientists for Future, die hat dann die Lösung gebracht, nämlich, dass wir sozusagen das Gemeinwohlökonomische etwas gemäßigter angehen müssen, so dass es ein Wirtschaftswunder von in Deutschland 500 Milliarden jährlich bringt für ein Land mit 8 Millionen Menschen. Also Sie können rechnen, je circa 8 Millionen Menschen, circa 50 Milliarden Euro plus jährlich, während die Gemeinwohlökonomie-Modeerscheinung, wie sie im Moment so als Mode durch die Welt geistert, eben ein Wirtschaftsruin bedeuten würde, was ja auch schon die österreichische Wirtschaftskammer richtig gesagt hat. Wenn Sie mal also ganz fleißig googeln nach Artikeln, die kritisch zur Gemeinwohlökonomie sind, werden Sie das alles finden, massenhaft. Vernichtende Artikel, die Leute haben meistens nur einen Artikel geschrieben, weil das sofort jedem dann klar war, dass man das, dass das zum Wirtschaftsruin, ein Konzept des Wirtschaftsruins ist. Und aber leider hat man sich nicht mit der gleichen Intensität, man beschäftigt sich halt immer nur mit Modeerscheinungen. Und da die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombination, GWÖ-GWO-Kombi oder kurz GG-Kombi, noch keine Modeerscheinung geworden ist, weil sie viel zu wahrheitsorientiert ist, weil da sozusagen nicht genügend vorteilbringende Irrtümer bestimmter Sparten drin stecken. Also ich will es mal kurz erklären. Die Sparten, gucken wir uns mal die Sparten an. Also eigentlich müssen wir immer hier von den Sparten ausgehen. Wo sind die Sparten? Da müssen wir jetzt hier, fangen wir hiermit an. Die Sozialsparten und die Weltsozialsparten und die NGOs quasi. Und ich habe vorhin genannt die Rechtsanwaltsparten. Wo stehen die denn? Die müssten doch hier. Arbeitsamt, Wohnungsamt, Medien,
Die müssen hier auch irgendwo stehen, vielleicht stehen die hier und ich kann es schlecht lesen. Also hier Rechtsanwalt Spaten, man kann das schlecht lesen jetzt. Ich weiß nicht, ob ich, wenn ich das größer mache, ja. Hier Journalisten, Richter, Polizei, Staatsanwalt, Rechtsanwalt. Ah, da brauche ich nur das zu nehmen, wo sich das umdreht, dann kann ich das größer machen. Dann habe ich hier für Sie erkennbar die Rechtsanwaltsparten und so weiter. Ja, da haben wir sie. Und dann haben wir hier wieder also die gefährlichsten Sparten, Sozialsparten. Also die gefährlichsten sind nicht die Nahrungs- und Pharmasparten und Gesundheitssparten und so weiter, sondern die gefährlichsten sind also die Sozialsparten. Das sind nämlich die Sparten, die am Niedergang eines Staates verdienen, die Sparten innere Sicherheit, also Richter, Polizei, Staatsanwälte, Verfassungsschutz, Gefängniswärter und so weiter, sind alles, die verdienen alle, das sind alles, wenn es zufällig, vielleicht auch durch vorteilbringende Irrtümer, die die Sparten selber verbreitet haben, zu Manipulationsprozessen in der Gesamtgesellschaft kommt, also hier Gehirnwäsche, Propaganda, Manipulation, Werbung und so weiter, wenn es dann also dazu kommt, dass also hier. Ach so, ich glaube, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Also hier können Sie noch eigene Sparten eintragen, hier noch die lehrende, forschende Wohnsparten. Hier, wenn die Sozialsparten zum Beispiel zufällig vorteilbringende Irrtümer, VIs ausspaten, bei Konzernen wird die Verbreitung der vorteilbringenden Irrtümer ja oft durch Geld, hier Geld, Euro, unterstützt und da fließen dann Geld und vorteilbringende Irrtümer parallel in die Welt der Journalisten, der Unis, der Spielfilmemacher, der Politiker und Parteien. Und dadurch, und das versucht ja gerade die Modeerscheinung der Gemeinwohlökonomie, dass sie hoffentlich der Wunsch natürlich dieser ganzen Linksextremisten umgesetzt werden möge, dann führt das wieder zur Verarmung Deutschlands, dann profitieren die Sozialsparten durch eine große Zahl hier, die Sozialsparten und Weltsozialsparten, mal gucken, ob man das lesen kann, ja, Sozialsparten, Weltsozialsparten, NGOs. Diese profitieren dann wieder durch eine Zunahme von Armut und Obdachlosigkeit und Elend in der Welt, in Deutschland und so weiter. Und dann blühen natürlich die Sparten, die Sozialsparten, die Arbeitsamtmitarbeiter können Karriere machen und aufsteigen. Die Sozialspartler können Vorgesetzter neuer Mitarbeiter werden, weil diese Sparten dann als einzige richtig boomen werden, sozusagen auch die Sparten innere Sicherheit werden sicherlich auch boomen, weil eben dann mehr Verbrechen getätigt werden und so weiter. Und ja, und so dann das Ganze, diese ganzen Profiteure am Niedergang eines Staates profitieren. Und insofern ist quasi die gemeinwohlökonomische Modeerscheinung, die Gemeinwohlökonomie als Modeerscheinung, ein U-Boot, ein Manipulationsschiff, das sich versucht, in die Köpfe der Politiker einzuschleichen, diese zu manipulieren, im Sinne des parasitären Memes, durchzumanipulieren, dass sie politische Entscheidungen in diese Richtung fällen. Die werden dann zu einer drastischen Verarmung Deutschlands führen. Diese mehr Armen brauchen dann Betreuung durch die Sozialspartler, Arbeitsamtmitarbeiter und auch Weltsozialspartler. Wenn dann in anderen Teilen der Welt auch wieder noch mehr Hungernde entstehen, dann können die NGOs wieder ihre Geschäftsführer mehr Spenden einnehmen für Hungernde in aller Welt und so weiter. Und so können dann also sozusagen diese Sparten profitieren durch die
Aussendung ihrer vorteilbringenden Irrtümer, die sie ja selber, diese Sparten selber, für Wahrheit halten und die auch deren Opfer für Wahrheit halten und die dann zum Beispiel die Journalisten auch als Lobbyisten wider Willen und so weiter und die Spielfilmemacher als Lobbyisten wider Willen natürlich auch verbreiten und in alle Köpfe ausstrahlen und aussenden. Ne? Und ja, und in diesem Sinne mache ich jetzt gerade mal kurze Pause. Ja, und das ist jetzt eben die Kurzformel gewesen, wie diese Welt funktioniert. Und wenn Sie jetzt also in eine der hunderten von Gemeinschaften oder Kommunen weltweit gehen, dann erwarten sie dort lauter durchmanipulierte Menschen, die voll von vorteilbringenden Irrtümern sind. Und mit solchen Verrückten möchte ich mein Leben nicht verbringen. Weswegen wir hier für die gemeinwohlökonomische Gemeinschaft Köln-Süd, und hier ist natürlich gemeint eigentlich die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnungskombinationsgemeinschaft Köln-Süd, das ist zu lang, also gemeinwohlökonomische Gemeinschaft Köln beziehungsweise Gemeinwohlkommune Köln-Süd, Leute suchen, dann suchen wir natürlich Leute, die mit uns in der Lage sind, überhaupt sich mit Wahrheit beschäftigen zu können, die nicht so vollständig Opfer der Gehirnwäsche wurden. Und Sie, liebe Zuschauer, müssen wir ja auch, weil wir alle 8 Milliarden Menschen sind durchmanipuliert durch diesen Prozess, durch diese parasitären Meme, durch diese vorteilbringenden Irrtümer. Und wir suchen natürlich Leute, die daraus aussteigen wollen und wieder völlig unmanipulierte, fast völlig unmanipulierte, natürliche Menschen werden wollen, die dann wieder glücksfähig werden. Denn der Kapitalismus musste uns ja, hier wo haben wir es, in dieser Richtung nicht, sondern in dieser Richtung. Wir haben ja letztendlich, der Kapitalismus musste uns ja hier nach diesen Prinzipien folgend, musste er uns ja das Glück rauben, denn hier, sobald ein Tauschhändler, der von ferne kommt, in unsere Gruppe kommt, in unsere damalige Kommune vor 400.000 Jahren kommt, 400, 300, 200.000 Jahren kommt, wenn er uns eine Geschichte voll mit Memen, also verhaltenssteuernden, vorteilbringenden Irrtümern, verhaltenssteuernden Gedächtnisinhalten, vorteilbringenden Irrtümern, die uns manipulieren, wenn er solche Geschichten verbreiten ließ oder selbst erzählte, dann die unser Glück wegnahmen, die uns also alle natürlichen Lustquellen tabuisierten, hey, eklig, Körperkontakt, Sex, Liebe, hört auf damit, das ist ja alles, macht euch alles krank, das ist ja eklig, widerlich und unkeusch und so weiter. Ja, und wenn uns alles, was uns glücklich macht, weggeredet wurde, so wie im Moment solche Sendungen wie Superstar oder solche Sendungen, die Menschen dahin manipulieren, nee, hör auf zu singen, wenn du nicht perfekt bist, wenn du nicht der Supersänger bist, dann gib es auf. Und so werden zum Beispiel auch jetzt Tabus aufgerichtet gegenüber dieser natürlichen Lustquelle des menschlichen Gesanges, ja, den ja wir vor 400.000 Jahren auch getätigt haben, unabhängig davon, ob wir das schön konnten oder nicht so schön konnten, ja. Aber so werden überall im Kapitalismus Tabus aufgebaut gegen das, was uns natürlich Lust macht. So wird uns das Glück wegmanipuliert, damit wir bei diesem Tauschhändler möglichst viele Dinge kaufen. Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Schokolade, also heutzutage sind das dann Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten, Schokolade, Reisen und so weiter. Und die Welt kaputt konsumieren und dabei selbst immer kränker werden. Die Deutschen werden jedes Jahr ein Stück kränklicher.
und depressiver, einsamer, unglücklicher und so weiter. Volkskrankheit, Einsamkeit. Und solche durchmanipulierten Menschen sozusagen erwarten sie, wenn sie in andere Kommunen gehen, und es gibt halt nur diesen einen Ort der Wahrheit auf der Welt. Und das ist eben die Gemeinschaft Köln-Süd. So, jetzt spreche ich mal weiter hier, sozusagen. Ja, wir könnten eigentlich, wenn wir sehr hart wären, auch die vielen Anrufer, die auf die Annoncen angerufen haben, bei uns natürlich sagen, ja, alle 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde sind nichts anderes als Manipulationsopfer der kapitalistischen Sparten, ja, all dieser Sparten, ne? Achso, das geht so nicht, ja, dieser ganzen Sparten hier, ne, und dieser ganzen Logik, das ist das Kernstück, das hat eben auch Richard Dawkins damals erkannt, ja, dass die Rechtsanwaltssparten, die vielleicht jetzt hier nicht draufstehen, auch eben ihre vorteilbringenden Irrtümer in die ganze Welt verbreitet haben, sodass wir es dann akzeptieren, dass die Anwälte eigentlich aus einer kleinen Sache eine große, für sie geldbringende und für uns teure oder für die Gesellschaft teure Sache machen und so eigentlich all der Gesellschaft schädigen und sich selbst und ihrer eigenen Sparte wieder Gelder in die eigene Tasche verschaffen sozusagen, und dass man das durch positive Anreize, durch umgedrehte Belohnung ändern solle. Also der Gemeinwohlgedanke ist ja ganz einfach. Da gibt es dann nur noch Geld für Gutes tun, für Akte der Nächstenliebe, also Rechtsanwälte, die Frieden stiften und Konflikte verhindern, Streitigkeiten verhindern, kriegen am meisten Geld und die anderen weniger. Ärzte, die Krankheiten verhindern durch ihr kostenloses spaßmachendes Freizeitangebot, indem sie uns sanft lenken in Richtung eines gesunden, krankheitsverhinderlichen Lebensstiles, im Sinne einer Lebensstilmedizin, die kriegen dann am meisten Geld und die anderen alle weniger, sodass dann die Evolution sich völlig umdreht und alle vorteilbringenden Irrtümer wieder aussterben und die Wahrheiten, den Wahrheiten zum Siege verholfen wird und überall alle sich um Wahrheit bemühen. Und Deutschland zum Beispiel nur noch die Hälfte der Kranken hat, wodurch eigentlich schon die Hälfte des Wirtschaftswunders erzeugt wird. Denn wenn die ganzen Krankheitskosten und Schäden wegfallen und Folgeschäden wegfallen, volkswirtschaftlich, dann haben sie schon ein halbes Wirtschaftswunder sozusagen. Und da wir das dann ja bei allen Sparten machen, kommen wir dann auf diese 500 Milliarden Euro jährliches konstantes Wirtschaftswunder. Und das wollen dann alle anderen 200 Staaten der Erde auch haben, und weil sie auch dieses Wirtschaftswunder wollen. Und dann haben wir den Kapitalismus beendet, und dann kriegen auch die Waffenhändler, wo sind sie, die Waffensparten, die müssten doch auch vielleicht, hier sind sie, die Waffensparten, da drehe ich doch mal um, ne? Dann müssten hier die Waffensparten stehen, da sind sie. Die Waffensparten kriegen also dann auch nur noch Geld, wenn, ja, das geht sogar noch größer, wenn hier die Waffensparten, wenn die Zahl der Getöteten zum Beispiel im nächsten Jahr um mindestens 5% zurückgegangen ist, die werden also dazu Friedensarbeiter entsenden in die Krisengebiete und so weiter, und werden alles tun, dass sofort alle militärischen Gewalthandlungen und so weiter unterlassen werden und so, weil sie nur noch dann viel Geld bekommen und weniger Geld bekommen, wenn irgendwo noch Menschen getötet werden, ne? Das heißt, wir müssen dann natürlich den Weg gehen, dass wir die Gelder reduzieren, und das geht, wenn wir die Gelder nur noch konzentrieren auf defensiv
Abfangraketen, die so wie Schwärme auf zum Beispiel auf jeden Panzer, auf jede anfliegende Atomrakete sich stürzen, wie so ein Rudel Mini-Raketen, die das dann abfangen und abschießen sozusagen und so alles abfangen, was auf Deutschland zukommt und das angreifen will. Und das mit absolutem Hightech, High-Speed-Raketen mit einer Reichweite von vielleicht maximal 300 Kilometer, also angriffsungeeignet. Kein Land kann sich dadurch bedroht fühlen, aber damit können wir alles abwehren. Und dazu müssen wir natürlich auch noch Hightech-orientiert bleiben. Aber wir müssen unsere Waffenkonzerne wie alle anderen Staaten der Erde dann nur noch für die Schaffung von Frieden und Förderung von Frieden finanziell hoch belohnen und nicht für den Abverkauf von möglichst vielen Waffen, wie es gerade bei Ukraine-Russland-Krieg geschieht sozusagen. Ja, und also nochmal an alle Anrufer, also ich war ja auch vollständig durchmanipuliert. Ich habe ja auch die vorteilbringenden Irrtümer zum Beispiel meines Studiums im Gesundheitswesen geglaubt, in der Gesundheitssparte geglaubt. Alle 8 Milliarden Menschen sind immer wenigstens gewesen Manipulationsopfer der kapitalistischen Sparten. Wenn Sie Ihr Wissen, also Ihr vermeintliches Wissen, weiterhin für Wahrheit statt für Manipulation halten wollen, können wir schon auflegen. Dann sind sie nämlich für uns ungeeignet. Also bei uns geht es darum, nicht eine Kommune der Verrückten zu bilden, wie wir das überall in der Welt haben, sondern eine Kommune der manipulationsarmen Menschen. Ja, und dann gucken wir mal weiter. Also, übrigens, Memetik heißt ganz kurz gesagt die quasi die Wissenschaft oder Lehre von den Memen auch. Ne? Gemeinwohlökonomische Gemeinschaft Köln, das hatte ich alles schon erklärt. Das kann ich streichen hier. Ja, und jetzt auch China zum Beispiel kriegt ja auch gerade ein Problem. Dieses Riesenproblem Chinas. Ich mache nochmal für Sie, damit Sie das auch lesen können, nochmal die Inneren, dass Sie das vielleicht lesen können. Alle Journalistensparten, Richter, Polizei, Staatsanwalts, Rechtsanwaltssparten, auch so viel mehr ist da tatsächlich nicht hier. Die Mediensparten, Wohnungsamtssparten, Arbeitsamtssparte, Behördensparte. Übrigens, Arbeitsamt müsste eigentlich hier ganz oben hin, eine der gefährlichsten Sparten, die ja auch profitieren, wenn es mehr Arbeitslose gibt. Und da dann können sie Gruppenleiter werden und Vorgesetzter neuer Mitarbeiter. Also alle Behörden sind brandgefährliche Sparten. Nicht nur die Konzerne, das ist der große Irrtum der Linksextremisten, dass sie die immer nur auf die Konzerne schimpfen, die gefährlichsten sind die Sparten, die an der Zerstörung eines Landes profitieren und eben sozusagen diese ganzen vorteilbringenden, also diese ganzen durchmanipulierten Weltverschlimmbesserungskonzepte sozusagen da befürworten und so weiter. Ja, also China hat also kriegt angeblich jetzt ein Riesenproblem, nämlich dass den Bevölkerungsschwund, weil die sich an die Ein-Kind-Ehe gewöhnt haben. Und wieder wird nicht auch in China nicht daran gedacht werden, die Fachkräfte zu motivieren, Kinder zu bekommen, denn die Sozialsparten haben ja erfolgreich all diese Sozialsparten, Weltsozialsparten, Arbeitsamt, also diese ganze Gruppe dieser rund ums Soziale, also Wohlfahrtssparten, ja, die haben ja sozusagen es geschafft, einen riesen Vorteil bringenden Irrtum in die Welt zu bringen, hier die gaußsche Normalverteilung, ja, dass das nämlich alle Menschen gleich seien, alle Menschen Genies sein und
Wenn Sie das nicht behaupten, in Ihren vorteilbringenden Irrtümern, dann behaupten Sie wenigstens, dass alle Kinder, alle Neugeborenen quasi angeblich Tabula rasa seien und allein mit einer guten Bildung alle zu Fachkräften und Genies gemacht würden, also dass darin steckt quasi die antinaturwissenschaftliche, unwahre, tausendfach widerlegte Behauptung. Wenn ein Kind geboren wird, dann müssen wir nur die richtige Bildung draufwerfen, dann wird aus einem Kind von zwei Eltern, die beide 1,30 Meter groß sind, 1,35 Meter groß sind, werden dann plötzlich Basketballfachkräfte mit der Größe von 2,35 Meter. Sie merken, wie lächerlich an sich diese Irrtümer sind, aber diese vorteilbringenden Irrtümer werden halt überall verbreitet, dass es beim Gehirn ganz anders sei als bei der Körpergröße, obwohl das Gehirn genauso ein Organ ist wie die Beine, die Arme und die Rumpfgröße und so weiter. Also all diese Größen, genauso ist die Gehirngröße auch nichts anderes als ein rein körperlicher Vorgang, der überwiegend erstmal von der DNS gebaut wird, ja, und also von den Genen gebaut wird und nach dann immer mehr dann auch von Memen gefüllt wird, also von Wahrheiten oder Irrtümern gefüllt wird, ne? Und hier haben wir quasi, wenn wir also zwei Menschen haben mit einem 1-Liter-Gehirn, beide Eltern 1-Liter-Gehirn, leibliche Eltern in dem Falle natürlich, 1-Liter-Gehirn, dann werden die Kinder um diese 1-Liter streuen und sie können mit, das gab auch Studien dazu, sie können mit der besten Bildung aller Zeiten leider nicht erreichen, dass das aus diesen jemals Fachkräfte oder Genies oder Arbeitsplätzeschaffer werden, sondern diese werden mit großer Wahrscheinlichkeit, wie heißt das neue, Bürgergeldler werden, also nicht mehr Harzer, sondern Bürgergeldler werden. Und werden dann Kundschaft für die Sozialsparten, weswegen diese natürlich auch, weswegen dann die Verbreitung dieser solcher Irrtümer und das Glauben solcher Irrtümer sich für diese ganzen Sozialsparten aller Art, von Arbeitsamt bis sonstigen Sozialsparten, sich rechnet. Also wenn Sie Fachkräfte haben wollen, müssen sie die Fachkräftefrauen mit 2-Liter Gehirn, also Vater und Mutter leiblich 2-Liter Gehirne, da müssen sie die Kinder bekommen lassen, dann streuen deren Kinder in der Gehirngröße als Erwachsene um diese 2 Liter herum und dann werden davon wieder etliche Fachkräfte und Arbeitsplätzeschaffer und so weiter werden. Und daran wird man auch in China nicht denken, weil man ja auch infiziert ist, die kommunistische Diktatur dort natürlich auch über dem Kapitalismus eben, die über dem Kapitalismus steht, doch auch manipuliert ist natürlich von den Sozialsparten weltweit. Und da wird man wieder nicht dran denken, dass man dafür sorgen muss, dass hier, wie bei jeder natürlichen Art der Erde, hier die Kinder bekommen werden und möglichst hier nicht, ne? Oder möglichst wenig. Also hier mehr Kinder und hier möglichst gar keine Kinder. So wie wir ja auch nicht gerade sozusagen die Idee haben, wir müssten jetzt unbedingt dafür sorgen, dass alle geistig Behinderten jetzt 1000 Kinder in die Welt setzen, damit es 1000, ja doch, die Sozialsparten und Gesundheitssparten profitieren natürlich unheimlich, können natürlich Milliarden verdienen an der Betreuung von 1000 geistig Behinderten Kindern, die sozusagen die gleichen geistigen Behinderungen aufweisen wie ihre Eltern. Na, das ist also insofern, nichts ist unmöglich. Da sind die Sozialsparten und so weiter, die können das schon durchaus erzeugen. Ne? So, dann gehen wir mal weiter so im Text. Ja. Ich lese das einfach mal vor. Hier Spaltung. Die Spaltung.
Die einen fühlen sich als Engel im Kapitalismus und beschimpfen die anderen als Teufel im Kapitalismus. Dabei sind alle mindestens Lobbyisten wider Willen und also Mitmachende. Ja? Also diese Spaltung sorgt ja dafür, dass sozusagen die einen sich fantasieren als unschuldige Opfer, dabei sind wir alle irgendwie ja Mitmachende im Kapitalismus, ja, und damit alle auch schlechtes Tuer, weil wir alle vorteilbringende Irrtümer unserer eigenen Sparte munter in die Welt verbreiten und sozusagen alle anderen manipulieren und aussaugen und ausschlachten, ne? Oder als Lobbyisten wider Willen sozusagen Mittäter sind und die vorteilbringenden Irrtümer anderer Sparten weiter verbreiten und so mithelfen an der Ausschlachtung anderer Menschen und so weiter. Und diese Spaltung, ja, wem dient die eigentlich? Die kann ja eigentlich nur dienen den Sparten, die profitieren, wenn es solche internen Spaltungen in der Gesellschaft gibt, nämlich wenn Menschen sich trennen, also einsamer werden, also hier durch diese Manipulation, die Menschen sich streiten und trennen, dann kaufen sie eben durchschnittlich mehr Alkohol, Zigaretten, Süßigkeiten und die Konsumsuchtsparten, die Nahrungssparten, Reisesparten, Konsumgütersparten, Kaufsuchtsparten sozusagen, die profitieren dann an dieser Spaltung. Ja. Aber du, lieber Zuhörer, du, liebe zuhörenden Personen, ja, ihr, liebe zuhörende Person, du bist wie jeder in dieser Welt ist Manipulationsopfer. Befrei dich politisch und durch gehen in eine, nicht in eine Kommune der Verrückten, Menschen, die voll sind mit vorteilbringenden Irrtümern irgendwelcher Sparten, durchmanipuliert sind, sondern in die einzige, wo es manipulationsfrei versucht wird, nämlich helf mit, die Gemeinschaft Kommune Köln-Süd, die gemeinwohlökonomische Gemeinschaft Kommune Köln-Süd mit hochzuziehen, dann bist da vielleicht eine kleine Chance. Aber wie gesagt, vielleicht ist das auch völlig unmöglich, weil der Kapitalismus einfach stärker ist als wir alle zusammen. Marx war auch Manipulationsopfer, und zwar dieser beiden Sparten, der Waffensparten, ja, von wegen Aufhetzung zur Diktatur des Proletariats, und das hat zum Waffenkonsum geführt sozusagen und der Sozialsparten, weil er nicht gemerkt hat, dass er sozusagen letztendlich arme Kundschaft für die Sozialsparten produziert hat durch seine Ideologie. Also er war auch nichts anderes als ein Manipulationsopfer, hatte also mit Wissenschaft gar nichts zu tun, sondern war auch nur ein Opfer der vorteilbringenden Irrtümer der Waffensparten und der Sozialsparten und hat Gewalt und Armenproduktion zur Folge gehabt, siehe DDR, Sowjetunion, wo also überall viele Arme produziert werden, an denen sich dann potenziell all die Armutsindustrien und Armutsverwaltungsindustrien, Arbeitslosigkeitsverwaltungsindustrien dann profitieren hätten können oder konnten. Also wenn in Deutschland zum Beispiel so solche vorteilbringende Irrtümer wie der Mindestlohn, der auch aus den Arbeitsamtssparten wahrscheinlich stammt, verbreitet werden, kommt es ja dann zu einer sanften Zunahme von Arbeitslosen. Und dann kann wieder irgendjemand im Arbeitsamt Gruppenleiter neuer Mitarbeiter werden, die neuen Arbeitslosen verwalten und betreuen. Ne? So ist dann funktionieren die Dinge.
ob es in der DDR und in der Sowjetunion wirklich dann zu einem wirklich großen Profit für die Sozialspartler gekommen ist, das ist gar nicht wichtig, sondern zum Beispiel bei uns in Deutschland erzeugt solch ein vorteilbringender Irrtum wie der Irrtum des Mindestlohnes dann mehr Arbeitslose und davon profitieren dann alle aus dem großen Feld der Sozialsparten, profitieren dann alle davon und dort hier ist es sichtbar, dass das funktioniert und funktionieren kann. Und entscheidend für einen vorteilbringenden Irrtum ist nicht, dass er immer funktioniert, sondern dass er funktionieren kann. Ja? Ja, dann gibt es also sozusagen ja viele, sozusagen die NGOs, die Weltsozialsparten, das sind also die, wo die Geschäftsführer riesige Gelder verdienen dadurch, dass sie dafür sorgen oder mit, ohne dass es ihnen bewusst ist, also durch nicht bewusste vorteilbringende Irrtümer dafür sorgen, dass es mehr Hungernde in der Welt gibt, mehr leidende Tiere, mehr und so weiter und eine unrealistische Tierliebe, eine pathologische Tierliebe in den Menschen erzeugt wird durch die vorteilbringenden Irrtümer. Das sind also die NGOs oder Weltsozialsparten. Und da werden solche Irrtümer verbreitet, wie dass angeblich jede Art auf der Erde gebraucht werde für ein irgendwie Gleichgewicht oder Ökosystemgleichgewicht, das angeblich nötig sei, was natürlich biologisch völliger Unfug ist. Leben ist nichts anderes als ein bedeutungsloser und wertloser Rasen auf dieser Erde, der schon x-mal fast völlig verschwunden ist und dann wiedergekommen ist. Also aus irgendwo vorhandenen Resten an DNS kann jederzeit wieder dann eine gesamte Palette kleiner bis großer und größter Lebewesen entstehen. Damals gab es die riesigen Dinosaurier, die verschwunden sind, und heute gibt es die riesigen Blauwale und Elefanten zum Beispiel. Ja? Also das heißt, also der Rasen kommt und geht und das ist bedeutungslos für dieses Universum und nichts da spielt eine gewisse Rolle. Natürlich, sozusagen, es wird so getan durch die vorteilbringenden Irrtümer der Weltsozialspartler, der NGOs, wird so getan, werden die Menschen durchmanipuliert, als gäbe es eine einmal geschaffene Welt. Das erinnert schon wieder an den Kreationismus, also so quasi, als wäre die Welt einmal geschaffen worden und die müsse erhalten werden, irgendwie einfach eingefroren werden, obwohl auf dieser Erde das Leben schon x-mal, dieser Rasen des Lebens, Lebendigen schon x-mal gekommen und zurückgewichen ist und wieder gekommen ist und zurückgewichen ist und gekommen und zurückgewichen ist. Vor 65 Millionen Jahren sind dann wir, die Säugetiere, groß aufgekommen und groß geworden. Aber das ist alles bedeutungslos. Vielleicht erlebt diese Erde noch wieder ein Verschwinden von Rasen und ein Kommen von Rasen. Sehen Sie das Leben als einen bedeutungslosen Rasen, der sich in jede Ritze und Spalte dieser Erde reindrängt, und aber nur so eine Rasenfläche über die Erde darstellt, bedeutungslos, ne, und wertlos. Ja, aber so erzeugen die, indem sie solche vorteilbringenden Irrtümer verbreiten, erzeugen diese NGOs sozusagen eine krankhafte Tierliebe in den Menschen. Und so kommt es dann zu Spenden, vermeintlich für die Erhaltung von allem sozusagen. In Wirklichkeit landen natürlich den Großteil dieser Spenden in den Geldbeuteln der Geschäftsführer dieser Industrien, dieser Geldabkassierindustrien. Ne?
Und es gibt auch niemals in der Evolution ein Gleichgewicht. Es ist ein ständiges Hin und Her. Jede Art versucht, für sich ein Übergewicht zu gewinnen. Ja, also Löwen würden gerne am liebsten alle Gnus auffressen, wenn sie so fähig werden, sie zu erjagen. Dann würden halt die Gnus aussterben, aber es würden immer noch die Büffel übrig bleiben, mit denen die Löwen kein leichtes Spiel haben, wo also das ein schwerer Kampf ist, auch nur einen Büffel zu erledigen oder eine Giraffe zu erledigen. Ja. Also kein Tier nimmt jemals in der Evolution, nimmt kein Lebewesen jemals Rücksicht auf die Erhaltung irgendeiner Art, sondern es entsteht auch, es ist ein ständiges, die Löwen versuchen im Prinzip alle Gnus zu fressen und daraus eigene Kinder zu produzieren. Dass die Gnus überleben und dass es noch Gnus gibt, liegt nur daran, dass die Löwen es irgendwie nicht schaffen, alle Gnus zu jagen und die Gnus schnell genug sind, um vor den Löwen wegzulaufen. Ne? Und das ist aber kein Gleichgewicht und keine stabile Geschichte, sondern das ergibt sich aus den jeweiligen Waffen. Die Löwen haben nur begrenzte Waffen und die Gnus haben begrenzte Waffen, aber was sich da ergibt, ist nichts, was irgendwie gewollt ist, sondern das ist ein reiner Zufall, wie gerade die Situation aussieht. Man sieht ja auch, dass wir Menschen gerade, weil wir ja auch pathologisch eine Überbevölkerung haben und so weiter, eine kapitalistische Überbevölkerung haben, dass wir gerade eben auch in der Lage sind, viele Arten einfach auszurotten. Und das, so ist das halt in der Natur. Aber auch Elefanten können Bäume ausrotten und so weiter. Also das heißt, das ist nichts Ungewöhnliches. Und diese vorteilbringenden Irrtümer der Aufhetzung zu verrückter Tierliebe, die führen dann zu Profiten durch Spendengelder durch die Geschäftsführer, die NGO-Geschäftsführer, also für die NGO-Geschäftsführer, ja. Ja, und wir Menschen brauchen natürlich die Erde auch bei in der GWÖ-GWO-Kombi noch als funktionierenden Garten Eden für uns, müssen also darauf achten, dass solange wir keinen technischen Ersatz haben für die Bienen zum Beispiel, dass wir die unbedingt erhalten müssen, wenn solange die noch die besten Bestäubungsinsekten sind. Und nur im Kapitalismus werden diese ja vergiftet, in der GWÖ-GWO-Kombi würden die natürlich unvergiftet belassen werden, solange wir sie brauchen. Aber die Frage ist halt, ob wir Wölfe brauchen, die unsere Schafe reißen und ob wir die Jäger dazu bringen können, dass sie genauso wie die Wölfe für eine Guterhaltung der jeweiligen Arten sorgen. Wobei, ja, wir haben ja immer gedacht, naja gut, wenn die Jäger die größten Hirsche abschießen, dann ist das ja unnatürlich, weil die Wölfe würden ja eher die kranken Hirsche jagen und fressen sozusagen. Aber es kann ja auch sein, dass das sogar gut ist für den Wald, denn die Waldbesitzer wollen natürlich auch den Wald bewirtschaften und vielleicht erzeugen große Hirsche größere Waldschäden und vielleicht ist es, wenn man die großen Hirsche abschießt, sogar gut für den Wald, weil die Hirsche dann etwas kleiner werden und geringere Waldschäden anrichten. Also da muss man über alles differenziert nachdenken, aber unsere Jäger können doch diejenigen, die unbedingt noch Fleisch essen wollen und noch nicht vegan werden wollen oder so, die können dann doch mit herrlichem Wildfleisch versorgt werden durch unsere Jäger. Wir müssen das doch nicht von den Wölfen wegfressen lassen, nur weil irgendwelche NGOs gerne die Geschäftsführer Geld verdienen wollen, indem sie den Wolf verherrlichen als unbedingt notwendig für uns und solche Dinge. Ja, also diese Verrücktheiten alle. Als ob wir den Eisbären bräuchten. Wir können die Robben auch selber jagen. Die Inuit können ja auch gerne die Robben selber jagen, ja, und essen, ne, wenn sie das wollen. Und diesen Garten Eden für uns Menschen mit intakten Bienen und was auch immer, was wir auch immer brauchen, den erzeugt ja auch die GWÖ-GWO-Kombi, ne? Das ist, ja, also die
Tierliebe, Tierliebe, Verrückte, dazu wurdest du, Opfer, du, manipuliert. Also das wäre ja wieder ein schöner Titel für eine Sendung gewesen, ne? Ja, aber wie gesagt, wir können ja nicht ständig alle Sendungen machen. So, dann lese ich mal weiter, ja, also. Mich hat niemand manipuliert. Ich bin doch frei von Manipulation. Ja, leider. Im Gegenteil, sagt die Wissenschaft. Du bist auch genauso voll manipuliert, wie ich voll manipuliert war. Und wenn du es geschafft hättest, schon viele deiner Manipulationen rauszuwerfen, dann wärst du ja schon längst bei uns, dann wärst du ja schon längst beim Weltrat, dann wärst du ja auch schon aufgenommen worden als Mitglied im Weltrat und so weiter. Denn entmanipulierte Menschen sind natürlich hochgefragt im Weltrat, ne? Alle Professoren, die Mitglied sind, sind ja in Teilen mehr oder weniger schon manipulationsfrei. Sicherlich auch nicht alle in allen Teilen, ja, sondern, also auch Darwin war ja nicht völlig manipulationsfrei, ne, zum Beispiel. Ja, von den Bildern der Sparten ausgehen, das habe ich ja heute gemacht, also wir müssen eigentlich immer von einer Liste der Sparten, die nun mal jetzt hier traditionell in diesen Kreisen angeordnet sind, ja, also von den Bildern dieser Sparten müssen wir ausgehen und eigentlich mit den Leuten einzeln jede Sparte durchgehen und den Menschen abklopfen, wo er Opfer der dieser typischen vorteilbringenden Irrtümer solcher Sparten sein könnte oder ist, ja. Und so können wir dann mit ihm schon mal den Anfang der VIAT, der vorteilbringenden Irrtümerabbautechnik oder Therapie, beginnen sozusagen mit unserem Plenumforum, mit den Fragen, sind irgendwie Konflikte im Raum, sind alle rundum glücklich und sagen wir uns gegenseitig, wo wir denken, dass nach dem Motto, wo ihr ich, wo du, wo der andere noch irgendwie problematische Irrtümer tragen könnte, die aus bestimmten Sparten hervorgekommen sind, wobei wir ja nicht ausschließen können, dass vielleicht auch mal ein Irrtum vorkommt, der nicht aus einer Sparte stammt, sondern einfach irgendwie so anders entstanden ist. Aber die wichtigsten sind sicherlich die vorteilbringenden Irrtümer, die aus irgendwelchen Sparten stammen. Ja, wir müssen also immer von den Bildern der Sparten ausgehen, die Spartenlogik erklären, dann schauen, wo im Menschen sind die vorteilbringenden Irrtümer oder Manipulationen. Ne? Ja, dann noch ein schönes Beispiel aus einem Tierfilm. Ich schaue die normalerweise nicht mehr, weil man das ja dann alles weiß, aber das ist, war doch mal interessant, mal so ein paar Sekunden reinzuschauen. Ein Gnu hat also sein Neugeborenes und wenn die nicht richtig laufen können, gibt die Mutter denen keine Milch, weil die natürlich gesund ist und wie alle natürlichen Mütter in der Natur entscheidet, kann dieses Kind sozusagen meine Gene erfolgreich in die Zukunft tragen und wenn es schon am Anfang nicht richtig laufen kann, dann wird das werden seine Kinder auch vielleicht wieder nicht richtig laufen können und deswegen muss ich als Mutter meine Milch verweigern, meine Energie diesem Kind verweigern und es sterben lassen, denn ich habe ja nichts davon, dass dieses Kind wird ja meine Gene nicht erfolgreich weiterhin in weiteren Generationen platzieren können, sondern es wird ja dann, seine Kinder werden von Löwen gefressen werden und damit ist das für mich uninteressant. Und deswegen entscheiden sich ja alle natürlichen Mütter dann gegen solche Kinder, weil die ja keine Gesundheitssparten haben.
oder und Sozialsparten haben, die an der lebenslangen Betreuung von behinderten Kindern Milliarden verdienen können. Die, bei den GNUs gibt es diese Sparten nicht, die die Mütter manipulieren könnten, dass die Mütter sich entscheiden, unbedingt alle behinderten Kinder behalten zu wollen, damit am Ende die Gesundheitssparten und die Sozialsparten riesige Milliardenprofite in der Betreuung dieser behinderten Menschen verdienen können. Ja, das gibt's bei GNUs nicht. Ja. Und so sterben dann 9 von 10 GNU-Kindern in der Leistungsmessung durch Raubtiere und durch die Mütter. Also die Mütter machen also schon, dass sie einen Teil der Kinder verhungern lassen, die wo sie schon erkennen können, dass die ihre eigenen Gene nicht mehr erfolgreich in weitere Generationen transportieren werden können. Die lassen schon die Mütter sterben. Und dann kommt noch die Leistungsmessung durch die Raubtiere dazu. Und am Ende sind 9 von 10 tot. Aber dieses eine von 10, das ist dann ein Träger guter Gene. Und das sozusagen wird wieder gute GNU-Generationen in die Welt setzen, die dann den Raubtieren wieder erfolgreich davonlaufen können, wo dann wieder 1 von 10, das Beste von den 10. Sie sehen also, wie es eigentlich in der Natur gedacht ist, es ist ganz okay, dass von 10 Kindern 9 sterben, die nicht eigentlich gar nicht gedacht sind für weiteres Leben, sondern es geht immer nur darum, dieses eine, es geht also immer nur darum, ja, es geht eben nicht darum, dass die mit dem 1 Liter Gehirn viele Kinder bekommen, sondern es geht immer darum, dass von 10 Kindern möglichst 9 Kinder sterben und dieses eine Kind dann wieder für Nachkommen sorgt und damit das fähigste Kind, die Kinder der Zukunft in die Welt setzt und daraus dann Fachkräfte, Arbeitsplätze, Schaffer und so weiter entstehen, Genies und so weiter. Und in der Natur, also, und wir durch die Sparten, durch die Manipulation der am Niedergang profitierenden Sparten, ja, Sozial, Weltsozial, Arbeitsamtssparten, NGOs und so weiter, Sparten innere Sicherheit und so weiter, leben wir in einer Welt, in der wir nicht 9 von 10, wir sagen, oh, wie schlimm, dass früher so eine hohe Kindersterblichkeit war, 9 von 10 Kindern sind gestorben. Das war der Naturvorgang, das war okay so, ja. Es ist okay, wenn 9 von 10 Kindern sterben und nur eines Nachkommen produziert, das Beste sozusagen. Und wenn ein Staat das Gegenteil macht, dann arbeitet er aktiv an seinem Niedergang. Und wer profitiert von dieser aktiven Arbeit an seinem Niedergang, wenn ein Staat eine solche kranke, wieder natürliche Bevölkerungspolitik macht? Die Sozialsparten, die Weltsozialsparten, die NGOs, die Arbeitsamtssparten und so weiter. Wenn ich nicht 9 von 10 Kindern sterben lasse oder durch die Mütter verabschieden lasse aus dem Leben sozusagen, wie es bei den GNUs richtig geschieht, ja, noch einmal dran erinnern, ein Teil der Neugeborenen wird schon von den Müttern getötet, durch Verhungern lassen, ja, und der Rest wird durch die Leistungsmessung der Raubtiere getötet und ein anderer Teil durch die Leistungsmessung durch Bakterien und Viren und so weiter beseitigt werden. Und dann bleibt das 1 von 10, das fitteste GNU, das bleibt übrig. Und das ist ja auch vernünftig, dass das dann die Nachkommen zeugt oder befruchtet wird von anderen. Immer 1 von 10. Ja, und aber die Sozialsparten, Weltsozialsparten und Arbeitsamtssparten und Sparten innere Sicherheit und so weiter, alle Sparten, die am Niedergang eines Staates profitieren, die haben die Sparten dahin manipuliert,
eine völlig falsch verstandene Kinderfreundlichkeit an den Tag zu legen, die dazu führt, dass diese Staaten mehr oder weniger stark mit Armut kämpfen. Ne? Also quasi Kinderfreundlichkeit, ja? Also 9 von 10 Kindern sterben in der Natur von Säugetieren, vernünftigerweise. Kinderfreundlichkeit, genauso ist, wir haben es also mit pathologischer Tierliebe zu tun und mit pathologischer Kinderliebe. Also gesunde Lebewesen haben eine gewisse Härte gegenüber Kindern. Taugst du nichts, musst du sterben. Ja, das ist in der Natur so. Naturgesetz. Ja, und gucken Sie an, wie viel Sparten uns alle manipuliert haben, dass unsere ganze Gesellschaft angehäuft wird mit Menschen, die wenig taugen. Ne? Das ist, kann man drüber diskutieren. Ne? Haben Sie gute Gegenargumente? Ja, dann müssen Sie uns überzeugen, dass Sie uns da nicht wieder nur vorteilbringende Irrtümer, als Lobbyist wider Willen, irgendwelche vorteilbringenden Irrtümer wiederholen, die aus den Sozialsparten, den Weltsozialsparten, den Arbeitsamtssparten, den Sparten innere Sicherheit und all den Sparten, die am Niedergang eines Staates profitieren und selbst größer werden. Auch die Gesundheitssparten leben ja vom Niedergang eines Staates. Je kränklicher die Gesamtbevölkerung, je schlechter dadurch die Volkswirtschaft funktioniert, je ärmlicher die Volkswirtschaft durch einen ständig erhöhten Krankenstand wird, desto mehr Milliarden landen in den Geldbeuteln der Pharma- und Gesundheitssparten. Ja? Also das heißt, also das sind alles Sparten, die am Niedergang eines Staates enorm profitieren. Ja? Weswegen ja Deutschland, die Befürchtung ist ja, dass Deutschland im Moment das Land der Erde ist mit dem schnellsten Niedergang, also die größten Chancen hat, dem Römischen Reich zu folgen und kaputt zu gehen. Ne? Ja. Übrigens ein kleiner Nebenhinweis bei der Nahrungssparte ist übrigens die Täuschung nicht nur mimetisch, also nicht nur durch vorteilbringende Irrtümer, sondern sogar chemisch. Denn zum Beispiel durch diese ganzen Chemieprodukte der Nahrungslabore, ja, werden die Geschmackszellen der Zunge chemisch getäuscht und minderwertiges oder gar giftige Dinge kommen in unseren Körper rein, weil die Geschmackszellen quasi getäuscht werden. Das ist, heißt also, das, was wir bei Ameisen haben, nämlich dass durch die chemische Sprache manipuliert wird oder bei der Pflanzengalle, wo es sich ja auch wahrscheinlich um chemische Täuschungsvorgänge handelt, sozusagen, das haben wir auch bei uns Menschen sogar, ja. Also bei der Nahrungssparte ist diese chemische Täuschung unserer Geschmackszellen auf der Zunge und so weiter im Mund- und Rachenraum sozusagen und Nasenraum ja auch Standard, ne, mittlerweile im Kapitalismus. Alles in der Welt ist Unvernunft, außer Weltrat und Next Scientist for Future. Aber das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ja, ja, und das allerschlechteste Staatssystem, vielleicht gehen wir da nochmal auf dieses Bild, um das mal zu aktualisieren, das ist alt. Aber das allerschlechteste ist also, ja doch, hier kann man sagen, war Pseudokommunismus, also DDR, Sowjetunion und so weiter. Weil es eben nicht überlebensfähig ist, ja. Also leider. Man könnte sagen, ja doch, die soziale Lebensqualität in der DDR war doch besser als die im Kapitalismus. Ja. Aber was nützt das Ganze, wenn diese, durch die wirtschaftliche Verarmung, diese DDR militärisch nicht mehr schutzfähig gewesen wäre und dann von kapitalistischen Staaten abgeschlachtet worden wäre, dann hätte das auch nichts genutzt. Ne? Also insofern ist das wertlos. Und danach kommen dann eben solche, diese ganzen linksextremistischen, verwirrten Konzepte,
wie eben die Modeerscheinung Gemeinwohlökonomie, soziale Dreigliederung, Donut-Ökonomie und all diese Fantastereien, die alle am Ende doch wieder nur hier landen würden. Ja, also bei der einen quasi, diese Konzepte stammen aus den vorteilbringenden Irrtümern der Sozialsparten und all der anderen Sparten, die am Niedergang eines Staates profitieren, und die führen am Ende alle wieder auf DDR-ähnliche Verhältnisse hinaus, die am Ende dann wieder, wo der Staat am Ende wieder durch einen kapitalistischen Staat abgeschlachtet wird, wie die Ukraine, die Indianer, die Indios oder der Irak. Ja. Ja, und dann ist der Kapitalismus tatsächlich noch besser, also diese sind die allerschlechtesten. Dann müsste jetzt eigentlich der Kapitalismus kommen, denn der ist tatsächlich dieser neoliberale, bösartige, patriarchale, kapitalistische, soziale Marktwirtschaft ist tatsächlich weniger schädlich als diese linksextremistischen DDR-Konzeptionen, die überall Mode sind, aufgrund der vorteilbringenden Irrtümer der Sozialsparten. Und danach kommen erst die besten Systeme, nämlich unsere Gemeinwohlgesellschaft, GWG, die Gemeinwohlwirtschaft, die GWW, die gemeinwohlorientierte Wirtschaftsordnung, GWO. Das heißt ja heute bei uns die Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Kombination, GWÖ, GWO-Kombi. Na, das ist das beste System. Das kann man auch nennen den Leistungs- und Wettbewerbskommunismus. Ja? Kann man das nennen. Ja, das war's für heute. Ich habe alles abgearbeitet, was sich diese Woche angestaut hat, angehäuft hatte. Ja, also tschüssi, bis bald. Also nochmal herzlich eingeladen, studieren Sie auf unserer kostenlosen Mini-Online-Uni, und kommen Sie an den einzigen Ort, wo es sich zu leben lohnen könnte, nämlich zur ökonomischen Gemeinschaft Köln Süd, Kommune Köln Süd. Und ja, und vielleicht schaffen wir dann ein glückliches Leben. Tschüssi.